Hallo meine surrealen Freunde und willkommen zu diesem Video. Ja, heute ist mal ein ganz ungewohnter Tag, denn wir drehen um 8 Uhr morgens. Es ist ein Donnerstag und ich habe zu viel Schminke. Es ist mega viel und es ist alles, was ich habe, zumindest hier in der neuen Wohnung. Bei meinen Eltern ist noch eine andere Geschichte. Weil ihr wisst, ich bin sehr oft umgezogen zwischen 2013 und 2015. Das hatte persönliche Gründe, das hatte auch Gründe mit unangenehmen Ex-Freunden. Und da hat sich bestimmt auch noch eine Menge angesammelt. Aber was wir hier jetzt machen, ist, dass wir die ganze Schminke, die ich hier habe, schon mal aussortieren. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit dem Video und es gibt noch was zu gewinnen. Guckt am Ende des Videos mal vorbei. Ich habe die KonMari-Methode genommen. Das heißt, ich habe alles, was ich habe, rausgerissen aus allen Räumen von der Schminke und ich habe einfach diese Schminke hier auf dem Boden verteilt, dass man jedes einzelne Teil sehen kann und habe dann geguckt, was benutze ich? Woran liegt mein Herz? Was ist Schminke, die mich glücklich macht? Und was ist Schminke, an die ich mich gar nicht mehr erinnern kann? Welche Schminke benutze ich kaum? Welche Schminke finde ich zwar mega toll, aber habe sie noch nie benutzt? Ich habe vor allen Dingen viele Einzellidschatten gehabt, die ich nie benutzt habe und ich kann die Methode echt empfehlen. Ich habe mir 4 Blätter gemacht. Einmal behalten, verkaufen, verschenken und Müll. Bei Müll sind halt wirklich nur Sachen hingekommen, die wirklich nicht mehr gehen. Verschenken sind so ein paar Sachen, wo ich denke, entweder werde ich die günstig verkaufen oder bei Kleiderkreise für Verschenken hinstellen, weil die halt auch schon ein bisschen abgenudelt sind. Und beim Verkauf sind halt wirklich Sachen, die ich gar nicht oder die ich nur einmal benutzt habe oder nur einmal geswatcht habe. Halt wirklich solche Leichen, die ihr gar nicht benutzt. Ich habe halt jetzt auch ein paar Sachen nochmal eine Chance gegeben. Ich bin mir relativ sicher, dass 10 oder 20% von dem, was jetzt beim Behalten liegt, auch wieder irgendwann rausgeschmissen wird. Letztendlich kann ich mir das leisten und vor allen Dingen habe ich halt jetzt von diesem riesigen Haufen, der hier war, 1 Quadratmeter Schminke habe ich jetzt einen halben Quadratmeter zurückbehalten. Oder 2 Quadratmeter sogar. Das waren 2 Quadratmeter und ich habe jetzt so weniger als einen. Das ist schwierig zu sagen, weil sie auch nicht alle nebeneinander lagen, sondern es war so ein Haufen. Ja, es war ein Haufen. Und jetzt habe ich auch viele Nagellacke aussortiert, weil ich eigentlich Nagellack kaum nutze. Und wenn ich einen Nagellack kaufe, dann nutze ich ihn inflationär oft. Beispielsweise, den habe ich schon 3-4 Mal nachgekauft. Das ist der weiße von Essence. Der hält sehr gut. Und das ist eine tolle Farbe. Und ich habe auch 1, 2 Topper behalten und 1, 2 andere Nagellacke. Aber ich werde es wahrscheinlich in Zukunft so machen. Ich kaufe mir 1, 2 Nagellacke, benutze die auf, bis die nicht mehr gehen. Und dann wieder. Weil ansonsten habe ich echt so Schrankleichen. Es ist ein wunderschöner Donnerstagmorgen und weil wir einfach in den Frühling starten wollen, mehr Sport machen wollen, uns gesünder ernähren wollen und den ganzen Scheiß ausmisten wollen, um uns nicht selbst zu optimieren, aber ein schönes, glückliches Leben zu haben, verlosen wir jetzt am Ende dieses Videos und ich bin richtig glücklich, dass ich jetzt so viel aussortiert habe. Die Schön für mich Box von Sophia Thiel, da sind coole Sachen drin, aber es ist bei mir auch so eine Schrankleiche. Wir haben sie im Dezember gekauft und ich habe sie noch nicht mal aufgemacht. Alles, was ihr tun müsst, um diese Box zu gewinnen, ihr guckt euch einfach mein Outfit-Video an. Mein letztes Outfit-Video, das ich zusammen mit Katharina in Berlin gemacht habe. Und in diesem Video sage ich, dass ich eine Kette, und es kommt nur eine Kette vor, dass ich eine Kette mag. Warum mag ich diese Kette so? Warum ist das für mich ein Spark-Joy-Outfit? Warum ist diese Kette eine ganz besondere Kette für mich, obwohl es einfach so eine Modeschmuckkette ist? Wenn ihr diese Frage beantworten könnt, schreibt einfach in die Kommentare. Ihr könnt einmal beantworten, ihr könnt 2-mal beantworten, ihr könnt 10-mal beantworten, ihr könnt 100-mal beantworten. Einfach richtige Antwort in den Kommentaren. Wenn ihr schreibt, oh, ich will das unbedingt gewinnen. Zählt nicht. Und falsche Antworten zählen auch nicht. Es muss schon die richtige Antwort sein. Es ist relativ einfach. Ihr müsst einfach das Video gesehen haben. Das ist unten verlinkt. Oh, das Licht ist schon abgebaut, aber das ist jetzt alles, was ich noch an Schminke habe. Wie man sieht, ich habe eine Vorliebe für Fake Lashes, auch für besondere Fake Lashes, wie beispielsweise diese Fake Lashes von Flormar oder eben auch die habe ich von der Glow. Hier sind so ein paar Wimpernkleber. Ich mag eigentlich am liebsten Duo-Kleber. Das ist meine Aquacolor. Diverse Lidschattenpaletten. Chen XO, Naked One. Mein Lieblingspuder. Und eigentlich auch das einzige, das ich nutze. Das ist halt fast alle. Das ist mein liebster Eyeliner. Aber ich benutze auch gerne den von Essence, der wasserfest ist. Ich habe sehr viele Kajals, weil ich finde, die kann man auch sehr gut nutzen. Das ist momentan meine liebste Eyeshadow Base. Aber ich habe noch eine zweite hier. Ich finde auch, das reicht vollkommen, 2 Eyeshadow Bases zu haben. Ich hatte so viele, die ich jetzt weggeschmissen habe. Hier sind die großen Paletten. Einmal eine BH Cosmetic 120er, eine von Isle of Makeup, 4 von Makeup Revolution, eine von Sleek,
noch so eine kleine von Makeup Revolution, die gibt's nicht in Deutschland. Und meine Urban Decay Full Spectrum und die Naked 2. Ich finde, ich habe jetzt absolut genug Paletten. Ich habe auch eine Lippenpalette. Ich habe relativ viel Lippensachen. Ich glaube, von Lidschatten habe ich zwar viele Paletten, aber so als Einzelteile habe ich am meisten Lippensachen, weil halt echt nicht so viele Kajals wie Lip Liner und Lippenprodukte. Ich habe zwei Foundations noch. Einmal die MAC hier, die ich von einer Freundin geschenkt bekommen habe, weil sie die nicht vertragen hat. Und einmal die Camouflage Essence. Ich mag tatsächlich die lieber als die von MAC. Und ich habe, und das habe ich noch gar nicht benutzt, aber ich denke, das wird auch ein Liebling von mir, Tony Moly Pikachu Sachen. Ich habe viel Concealer und ich sollte meine Concealer mal aufbrauchen. Das sind alle meine Sachen. Ich habe jetzt nicht viele Blushes, ich habe 3 Stück behalten und relativ wenig Pinsel, weil ich einfach viele Pinselarten ungern und wenig nutze. An Augenbrauengeschichten. Also das sind auch alle meine Nagellacke, die ich jetzt noch habe. Den nutze ich super gerne, den nutze ich super gerne. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Auch einer meiner Liebsten. Die beiden habe ich noch nicht genutzt und den hier nutze ich gerne zusammen mit dem Weißen. Das ist all meine Schminke, die ich jetzt habe. Und das werde ich einsortieren, wenn wir wieder zurück sind. Und dann werde ich mich damit schminken. Ich habe halt wirklich wenig Einzellidschatten behalten. Ich habe noch 2 aus dem NYX-Kalender. Ich habe noch 2 aus dem NYX-Kalender. Den hier, der war eigentlich schon rausgeflogen, aber ich mag die Farbe sehr gerne. MAC Vellum habe ich eine lange, lange Geschichte mit. Die beiden habe ich noch nie benutzt und muss sie endlich mal benutzen. Asteria von Sugarpill und Teal von MAC, meine Liebsten. Diese beiden hier habe ich behalten. Ich hatte irgendwie die ganze Limited Edition hier und nichts benutzt davon und ich denke zumindest die werde ich ab und an benutzen. Und das hier ist ja eigentlich meine Lieblingspalette, die benutze ich am allermeisten. Gar nicht so sehr wie die, aber die hier benutze ich wirklich sehr oft. Die habt ihr auch in Berlin gesehen. Das ist ein sehr natürlicher und schöner Look, vor allen Dingen, wenn man keinen Eyeliner benutzt. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr noch ein Video wollt, wie ich dann jetzt diesen Haufen Schminke, der hier ist, organisiere und wie ich den in meiner Wohnung verteile und was ich immer dabei habe. Da mache ich mal ein Schminkorganisationsvideo. Passt ja jetzt mit diesem übersichtlichen Haufen. Bis zum nächsten Mal. Und nicht vergessen, immer schön ehrlich bleiben. Ich gehe mir mal die Haare bürsten. Ganz ehrlich, denn Ehrlichkeit obsiegt.